Herzlich willkommen zurück. Eine Sucherin vor den Toren. Dorthin gehen wir jetzt. Ja. Doch zuerst haben wir ja hier ein paar Kisten erhalten. Handhabungsspulen, Metallgefäß, Zünder, EO-Hülse, Kühlsaft, Sprengfalle, fettes Fleisch, Sprengfalle, Kühlsaft und Gesundheitswerkzeug. Spezialobjekte. Karte eines Utero Botanica. Ja. Schauen wir mal auf die Karte. Wow. Okay, ich weiß, was die damit meinten. Also, verdorbene Zone, die muss ich machen. Was ist da? Nee, die möchte ich nicht. Was ist das? Panorama. Okay. Also, Aloy. Ja, gut. Dann gehen wir zu der verdorbenen Zone, ne? Präzisionspfeil und zerspringen. So. Ausgerüstet. Auf geht's. Faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir sucht, diese Maschinen. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Zeit, sie auszulöschen. Ja, hab ich ja gemacht. Oder? Alle verdammten Maschinen sind au revoir. Macht's gut, meine Freunde. Ja, und weiter geht's. Scheint das Metall förmlich aufzufressen. Vielleicht treibt das die Maschinen in den Wahnsinn. Vielleicht kann ich das eines Tages nutzen. Ja, vielleicht. Man weiß nie, man kann es nie sicher sagen. Ui. Okay. Unterwegs wird es uns sicher noch ein paar Sachen passieren, ne? Ob die Sachen jetzt gut sind oder nicht, das sehen wir dann. Okay, ganz langsam. Ganz langsam. Wenn ich sie nicht erschrecke, kann ich sie überbrücken. Überbrücken. Oh. Komm, du Scheißwächter. Ich kann dich gar nicht reiten. Ja, du bist mir ein super Freund. Das ist ja super, ne? Kann ich mal reiten. Mein einzig wahrer Freund ist Fridolin. Schon, die werde ich nie mehr los. Thank you.
Schale machen. Ah! Seit wann seid ihr so aggressiv? Okay, okay, okay. Ja. Das werde ich noch brauchen. Ja, und zwar nehmen wir das jetzt. Lebensbehälter, Schwäche, Feuer. Das machen wir uns zu eigen. Zu nutzen. Ich glaube genau ins Rote. Patz. Eigentlich wollte ich die gar nicht töten. Sehr hilfreich. Okay. Ja, ja, war sehr hilfreich. Oh nein, 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 nein. Geh mir bitte aus den Augen. Ich möchte das nicht. Ich möchte dann einfach weiter. Ich möchte Mission machen. Metallblume Modell 1. Alles einsammeln, weiter geht's. So. Zack. Und bam. Und bam. Ich hoffe, das war's. Den Mann habe ich aus Versehen getötet. Tut mir echt leid, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte ihm ja helfen. Aber ja. Banditenscherbe. Der Sturm lag schon länger in der Luft.
Okay, Pfeffer ein Bandit, das ist auch nicht schlecht. Man kann nicht so gut vorbereitet sein. So. Also. Wir modifizieren jetzt ein bisschen was. Und zwar unseren Bogen. Nummer 1, Handhabungsspule. Sehr selten. Modifikation geht verloren, wenn du eine Modifikation in einen Beleg nimmst. Handhabung und plus 8 Eis. Und Abriss, Handhabung. Naja, komm. Das ist mal gut. Das hat schon 2 Outfits. Hier, das modifizieren einmal mit Tarnung und einmal mit Fernangriffsschutz und 6 Tarnung. Ja, komm. Top, dann einmal hier ein Getränk, Munition, Echohülse. Tragkapazität, Scharfschützen, Waschbärknochen. Schweinsknochen. So, der Tränke. Heißt das, ich kann jetzt mehr Tränke machen. Für mich natürlich immer lohnenswert. So. Sägezahn. Kacke. Also gegen den möchte ich, ehrlich gesagt, habe ich gar keine Lust. Ich finde, das sind die schlimmsten bis jetzt. Schlimmer als der Feuerspeier dort, obwohl, okay. Jetzt übertreibe ich es ein bisschen, aber die finde ich wirklich krass. Sägezähne. Plünderer, Wächter, wer ist das? Das wäre gut. Es liegt in Trümmern. Sie, verdorbene Wächter. Die Handhabung ist also, wie schnell das man nachlädt. Komm, mein süßer Wächter. Körperschwäche, Feuer.
der war gut. Ich habe getan, was ich konnte, um die Verderbnis im Tal zu vernichten. Mal sehen, ob mich das Kaja-Fort jetzt über die Berge ziehen lässt. Ja, wir haben wirklich, also sie hat bis jetzt wirklich viel gemacht. So. Das nehmen wir noch. Oh, dort ist ein Lagerfeuer. Okay, hoch mit uns. Das haben wir schon erkundet. Also diesen Teil hier. Mal sehen. Also es zeigt uns auf jeden Fall alles an. Vielleicht mache ich mal hier mal eine Sammelrunde, werde alles sammeln. Aber das werden wir noch sehen. Jetzt bewegen wir uns mal zu unserer Quest weiter. Denn ich sehe immer noch kein Fridolin. Ich möchte Fridolin. Wo bist du, Fridolin? Eigentlich zu schade, aber ja. Weil der Bogen ist, die Pfeile sind ziemlich wertvoll. Lauf jetzt mit denen rum. Im Kreis hoch. Bin ich eigentlich. Ja. Ich hab's übersehen, egal. Oh, das sieht so ziemlich kaputt aus, ne? Banditenlager 12. Ja, ja, wir gehen mal weiter. Hier nochmal sein Lagerfeuer. Wie beim Baseball. Ja, zack. Medizin. Super geheilt. Und wieder topfit. Dann nehmen wir noch ein bisschen mit. Kann uns ja nie schaden. Kampfgeräusche. Wurde das Kaja-Fort angegriffen? Was Kampfgeräusche? Ach du heilige Kacke. Ein Verderber. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Natürlich haben sie mich gesehen. Okay, weg, Mädchen. Die Maschinen sind gefährlich. Okay. Okay, jetzt spiele ich wieder behindert. Zum Glück habe ich noch einen Trank genommen. Ja, kannst du mich auch bitte weglassen? Danke.
Augen. Mitten ins Ziel. Ist aber schön, dass die mir noch helfen. Die da oben, ne? Eine super Hilfe seid ihr. Das war doch ins Auge, Mann. So. Leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Ja. Ihr wart eine super Hilfe, ne? Bin jetzt Level 18. Das gefällt mir natürlich. Mädchen, komm her! Halt deine Fresse, ich muss da hier zuerst looten. Denn ihr seid die... Wegen euch habe ich viel zu viel verbraucht. Mädchen, komm näher! Halt einfach deine... Gosh! So, öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los, öffnet das Tor und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen, nach Meridian. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Geh nicht im Licht, geh im Schatten. Oh, wieder Touchdown. Er ist auf einem Balkon zum Linken. Immer wach, immer wach. Hier haben wir eine Quest. Schön, dich zu sehen. Was ist das? Als Maschinen oder Banditen an mir vorbei wollen, müssen sie kämpfen. Merkt euch. Schriftrolle, die Störung des Pergaments, Schriftrolle, die Glyphentext und detaillierte Anatomiezeichnung von Maschinen. Hier hat es noch eine Vorratskiste. Ich habe mal eine Nora Ausgestoßenen getroffen. Puh, die hatte wirklich ein paar Schrauben locker. Ja, ich bin auch ausgestoßen. Rein theoretisch. Die leben sogar auf den Überresten, wie sie im Norden. Also, ich spreche mal mit dir. Du bist sicher Balan. Hauptmann Balan, die Wache am Tor sagt, du warst vor kurzem in Meridian. Was erwartet mich auf der Reise? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Ist ein Osseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Fragen über das Karchas-Unreich. Tagturm. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Awad sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Kaja und Nora? Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Awad will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz.
Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Tja. Während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Oh, nee, nee, nee. Meridian. Wie ist es in Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Awad, der neue König hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Osseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Die Osseram? Die Kaja sind mit den Osseram verbündet? Kaum zu glauben, aber wahr. Sonnenkönig Jiran brachte viel Leid über sie. Awad konnte sie auf seine Seite ziehen. Er hatte Hilfe, ja klar. Elsa und Erend halfen ihm. Osseram-Geschwister, legendär. Sie befreiten Meridian. Ich war dabei. Sicherte mit meinen Männern am Nordfels den Tempel der Sonne. Vertrieb Jirans Falken und Priester. Jetzt sieht man Osseram häufig in der Stadt. Und hört sie auch. Sie streiten wirklich viel. Sonnenkönig Awad? Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Awad nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Also Awad scheint mir eigentlich sehr gemütig zu sein, also sehr angenehm. Der Weg nach Meridian. Kannst du irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Awad hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Ah, danke. Eingefallen. Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lag hier befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeug etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakir sagt, man muss immer Meldung machen und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Schauen wir das nächste Mal in die Augen, mein Freund. Hast du mich verstanden? Aber warum ich? Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Walid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Bitte sag ja. Bitte. Gar nichts. Nee. Also komm, ich halte das schon. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar. Aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Sonst müsstest du gehen, ne? In fremden Landen ballern, hat man im Tag zum braucht Hilfe bei der Suche nach einem im Tal vermissten Kaja. Wo ist das? Ja. Ah, okay, also eigentlich, wir reisen hier hin, machen es, reisen zurück und fertig. Und dann gehen wir weiter nach Meridian. Die Maschinen auf Hauptmann Balans Patrouille getroffen sein. Ja. Untersucht das verlorene Dorf. Einer der Kaja ist hier gefallen. Ja, untersuchen. Sie zurückgezogen. Aber wohin? Also ich will nicht gegen die Sägezähne.
das habe ich keine Lust. Bitte keine Sägezähne, bitte keine Sägezähne, bitte keine Sägezähne. Kacke. Ja, extra ein bisschen Abstand halten. Ein Lagerfeuer. Gut, 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 gut. Zwischenspeichern. So, ja. Kann nicht der Helm des anderen Kaja sein? Okay, was ist denn das? Jemand hat fast seinen Kopf verloren und ist weggerannt. Und jetzt folge ich der Spur wieder. Ja. Hi, bin ich gut, ne? Ich dachte, das wäre ein Fridolin. Ach, Fridolin, wo bist du? Untersuchen. Er hat eine Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Auf die Insel? Ja, auf die habe ich nicht so Lust, um ehrlich zu sein. Ach, Kacke. Geronimo! Okay, okay. Ah. Sieh sich mal einer die Kiefer von dem Ding an. Sie könnten einen Sägezahn durchbeißen. Ach, du Kacke. Ihr könnt mir gestohlen bleiben, was bist du? Schnappmaul. 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 Oh. Ja, ich glaube, das wird ein Heidensieg. Wenn ich die Wohnstätte finde, in der sie Fertigkeitspunkte können wir, Schlag von unten. Stärkerer Schlag. Die Überbrückung. Fallen. Kritischer von mehr Schaden. Ja. Um manche mächtige und Elite-Gegner auszuschalten. Das mache ich jetzt. Das heißt, ich könnte. Wenn ich sie von hinten treffe, gleich töten. Ich nehme an, dass das die Starken sind. Inventar, Rohstoffe. Was gibt mir 25, 20? Ah! 40 hat das Wert, 55. Von denen habe ich einfach viele, von denen habe ich auch viele.
Ich weiß, was ich machen kann. Nämlich Tränke herstellen. Einmal. Und das zweite Mal. Tränke herstellen. Okay. Ja, ich werfe einfach das weg. Finde Lackier auf der Insel. Also die Spur habe ich markiert. Was ist das? Gesang? Ich gab dem Biest den Rest, doch dann verpasste ich das Fest. Ich lang ohne Unterlass. Ich war nicht mal ganz blau und kriegte doch keine Frau. Bei der Sonne, erfülle mich mit Wonne. Ist das Tor versperrt, ist mein Leben nichts mehr wert. Tot finden sie mich dann und meine Leiche starr und klamm. Ich will wieder nach Haus, dann rücke ich nie mehr aus. Bei der Sonne. Wo ist sie jetzt? Deine Wonne. Das war ein super Gedicht, aber wir sprechen jetzt mit ihm. Ich dachte nicht, dass man mich findet. Und schon gar nicht deine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden, wie ein Gefangener. Gut, dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meinen Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Ohne meine Waffe kann ich nicht zurück. Finde den Bogen, bitte. Ich hole ihn, aber bitte, sing nicht mehr. Er verarscht mich. Wieso muss ich ihn jetzt erledigen? Ich habe gehofft, ich kann den Kampf ausweichen, also umgehen. Vorsicht vor der Maschine. Das sieht nicht freundlich aus. Eisbeutelkörper. Krass. Es sieht aber schon geil aus, ne? Also, ich finde es schon der Hammer. Aber wenn ich sneake und R1 drücke, sollte ich ihn eigentlich erledigen können ohne Probleme. Wir warten jetzt mal, wie weit das er geht. Und danach machen wir Katsching, Katschung, Katschang. Kommt jetzt hier durch? Nee. Ah.
andere. Renn, mein kleines Krokodil. Schau mich doch noch blöder an. Zack. Ja, schwimm doch nicht einfach so in ihn hinein. Sondern ich möchte ihn gern looten. Hallo. Zum Glück kann ich jetzt hier rauf, weil sonst wäre es katastrophal. Ich möchte nicht gegen die anderen kämpfen. Nö, nö, nö. Eigentlich wollte ich zum Meridian. Hier ist dein Bogen. Dann viel Glück. Danke, ich wollte nicht in der Fremde sterben, wie meine Männer. Möge die Sonne mit ihnen sein. Auftrag abgeschlossen. Gut. Karte. Da. Tagturm. Lagerfeuer hier, Lagerfeuer da. Wo war's? Ich bin mir gar nicht sicher. Da war Tagturm. Ich nehme einfach dieses Lagerfeuer. Dort hat sie einen Händler. Füllen wir unsere Schnellreisen wieder auf. Ja, die Fertigkeitspunkte haben wir eigentlich gut eingesetzt. Ich frage mich, ob ich da etwas falsch verstanden habe, da ich jetzt das Krokodil, also das Schnappmaul, nicht mit R1 so sneaky hitten konnte von oben. Sehr wahrscheinlich ist damit gemeint, wenn man aus dem Gebüsch so ein bisschen die stärkere, so wie die Sägezähne und so. Ein Osserer Mädchen hat sich neulich bei der Stadtwache beworben. Erstaunlich. Ding, 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 ding. Wo bin ich hier? Am richtigen Ort. Hallo, Händler. Schattenscharfsch. Oh, 3! Ich bin ein Idiot, dass ich die anderen gekauft habe. Aber ich kann ja hier verkaufen. Und zwar habe ich hier ganz viel Müll, den ich loswerden möchte. Beginnen wir mal mit den Uhren. Hier hast du die Uhr. Dieses seltene Gegenstand in der Welt ist ein Händler begehrt. Verkaufen wir. Wüstenglas habe ich bis jetzt keinen Nutzen gesehen. Wird verkauft. Die Uhr wird verkauft. Das Amulett wird verkauft. Ja, das war's. Boah. Also, dich verkaufe ich. Und dich verkaufe ich. So, dann verkaufe ich dich. Und dich.
dann könnte ich mir den Bogen kaufen. Und... oh, Schattenjägerbogen gibt es auch noch. Sollen wir ihn kaufen? Ich habe erst den anderen gekauft und plus aufgewertet. Ja, ich nehme ihn mal. Aber was ich eigentlich kaufen möchte, war... Rohstoffe. So sind diese Gegenstände ermöglicht, unbegrenzt schnelles Reisen zu entdecken, Lagerfeuer und Siedlungen auf der ganzen Welt. Oh, das ist ja... Fuchshaut habe ich nicht. Das ist ja der Hammer. Boah. Ja, da... Ich nehme aber das Normale. Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Etwas düsterer Vergleich. Okay, hier rein. Ja, dann war ich schon richtig. Da sind sie. Hallo. Lucky kam allein zurück, etwas angeschlagen. Er war etwas verlegen, als ich dich erwähnte. Warum wohl? Er hat eine schöne Singstimme. Das ist die größte Lüge unter der Sonne. Ich werde mit ihm darüber reden. Haben wir noch Fragen? Nö. Verabschieden. Gib Bescheid, wenn du was von den Vermissten hörst. Ich habe ihn gerettet. Ich habe ihn gerettet. So. Dir und deiner Familie geht es gut. Meridian. Das ist ein weiter Weg. Das ist ein weiter Weg, meine Freunde. Und den gehen wir zusammen. Die Welt außerhalb des Heiligen Lands. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Wer die Frau ist, die aussieht wie ich. Warum sie mich töten wollen. Olins Spur führt nach Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. Sie möchte Olin leiden sehen, so wie es aussieht. Ich bin hier sogar richtig. Ich dachte, okay, ich verlaufe mich jetzt, glaube ich, übelst. Ich bin hier sogar richtig. Sehr nice. Ich dachte, ich hätte vorhin eine Feuerstelle übersehen. Das wäre gar nicht nice gewesen. Hallo, Händler. Wow. Krass. Verderbnisgusswurzel. Kenn ich die? Breitkopf. Ja, die kenne ich. Ich bin ans Mikrofon gekommen, ich musste mich mal kratzen. Okay.
Komm mal hierher. Hierher. Der ist echt sauer. Nein. Nein. Geh weg, Junge. Hopp, hopp. Erster Tank. Und ins Auge. Und tschüss. Nee. Einmal ins Auge. Gefällt dir das? Zweimal ins Auge. Dreimal ins Auge. Und nochmal. Und jetzt. Bang! Ah. Ah, habe ich ihn. Habe ich sie, besser gesagt. Ja, nehmen wir doch Erfahrungspunkte mit, ne? Aber die wollen mich doch verarschen, Mann. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Ach du Kacke, was ist das? Ein Trampler. Möchte ich mal gerne vernichten. Wenn diese Maschine angreift, trampelt sie alles nieder, was ihr in den Weg kommt. Prozesseinheit. Gerade ist auf Scharfschützen-Dings. Rennen. Ja, bringt zu Boden, aber tötet ihn nicht, ne? Ah.
Der hat gesessen. Ohohoho. Da geht sicher saftig Erfahrungspunkte. Wow, ja, 790. Okay. Tschüss. Mann, was soll die Scheiße? Ah! Schnell weg. Hier durch. Baseball. Und weiter geht's. Oh, 1050, okay. Ja, ist schon krass. Schön leise jetzt. Aber wird sie auch zu Frieden führen? Wie lange wird es noch dauern? Boah, das geht ja noch ewig weiter. Krass. Okay, bevor ich sterbe, nehme ich lieber einen Trank. Das sind meine Lebensretter im Moment. Die Schilder, also den Schutz von ihnen einfach weghaut, sozusagen. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Ja, der Jägerbogen ist gut. So einfach dafür, dass ich nicht die kostbaren Pfeile einfach so verschwende. Meridian. Auf dem Weg immer noch Sachen einsammeln. Das wäre vom Vorteil. Sehr gut. Gut, im Moment bin ich ein bisschen geschützt. Wohin willst du, mein Hase? Ah! Getroffen. Das ist ja das, was ich immer brauche. Aber zuerst gehe ich. Touchdown! Und jetzt kannst du mir sagen, was du möchtest. Dich habe ich doch schon gesehen, Junge. Leise, Mädchen. Sonst verdirbst du den Spaß. Spaß? Jeder hat seine Gründe. Du tötest, weil du dich gezwungen siehst. Verständlich. Hatte einen Partner, der weinte, wenn ein Pfeil sein Ziel traf. Bei unserer Jagd auf die Banditen war sein Auge dabei niemals trocken. Dann bist du ein Menschenjäger. So eine Art Söldner? Nenn mich Neil. Ich fand heraus, wo Unfriede herrscht,
gibt es Banditen. Erst töten sie Unschuldige, dann wen immer sie erwischen und dann einander. Aber wozu warten? Wir könnten uns zusammentun. Alle töten. Was sagst du? Wer bist du? Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und einem fehlenden Partner. Ich glaube nicht, dass du nur irgendwas bist. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Also komm, wir gehen gemeinsam. Ich finde eigentlich noch ein cooler Typ. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Okay, Banditenlager. Ein neuer Tag bricht an. Was er wohl bringen wird. Gut, dann gehen wir zum Banditenlager. Ah, dort ist einer. Dort oben auch. Da ist sein Kopf. Fangen wir endlich an. Wow. Okay. Der schießt schneller. Ist er überhaupt hier? Ach, hier ist er. Hier liegt einer. Findest du es nicht auch toll, dass dort einer liegt? Kaja-Gefangene. Wer liegt hier? Ich sehe den Alarm. Hoffentlich höre ich ihn nicht auch noch. Menschenkopf. Ich hab dich abgeschossen, mein Junge. Okay, wir sind recht sneaky. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Rückschlagen!
Ah, geh weg. Feuerspucken? Natürlich. Hier! Da kommen die anderen! Kommt sonst noch welche? Ich dachte, wir schaffen jetzt alles so sneaky sneaky. Ich habe jetzt sehr lange nicht geredet aus diesem Grund, weil ich es versuchen wollte, wirklich so gut wie möglich. Die Banditen haben ihre Gefangenen hierher gebracht. So, befreien wir sie. Ich hole euch hier raus. Ich öffne euren Käfig. Einen Moment. Jetzt noch was? Banditenlager-Alarm? Ein Bandit hat es noch. Was macht er da draußen? Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Banditenlager, tschüss, Banditenlager, tschüss. Das war wieder eine ziemlich lange Folge. Ja. Ich loote jetzt mal alle und erzähle euch mal weiter, wie es weitergeht. So, ich werde jetzt alle looten, hier drin, ne? Aber ihr könnt ja in der Zwischenzeit zum Beispiel, könnt ihr ja, wie soll man sagen, vielleicht mal den Abonnieren-Button drücken. Der ist nämlich gratis, nix müsst ihr zahlen, ihr seid zu nix verpflichtet. Aber ihr könnt den einfach so drücken, wenn ihr Lust habt. Und mich dabei unterstützen. Oder ein Thumbs up geben. Sowie auch, jetzt kommt's, haltet euch fest, ein Kommentar dazu lassen, wie euch das gefallen hat. Ob es irgendwo Verbesserungsmöglichkeiten gäbe. Was ich verbessern könnte und so. Das würde mir sehr viel helfen. Und mit diesem Lagerfeuer verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und auf Wiedersehen.